Jeden Tag sind wir getroffen, die Wahl. Islamistisch alles. Erdogan, Terrorist! Afrin ist ein kleiner Kanton, ist nicht mal größer als 4000 Quadratkilometer. 53 Tage mit allen Waffengattungen, mit Hunderten von Flugzeugen, mit Artillerie bombardiert Dörfer, Krankenhäuser, Brücken, Bäckereien. Überall sind Tote und Verletzte, Kinder und Frauen. Überall sind Zerstörungen. Er bombardiert sogar einen Staudamm. Er will den ganzen Kanton Afrin in Schutt und Asche legen. Er versucht seit 5 Jahren, die Menschen in Afrin zu verhungern. Afrin in den ganzen letzten Jahren war sicher. Afrin war ein Ort für die Afriner, aber auch für alle Flüchtlinge aus Aleppo und anderen Teilen des Landes. Die Menschen konnten in Frieden leben. Das passte Erdogan nicht. Seit 53 Tagen in einem nie dagewesenen Verschwörung und eine hässliche Zusammenarbeit zwischen Erdogan und Putin wird das Volk in Afrin bombardiert. In Afrin werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Das Recht auf Leben wird mit Füßen getreten. Wir haben bei allen unseren Demonstrationen dazu aufgerufen, die freie Welt, die Regierungen, die UNO, EU dazu aufgerufen, Stellung zu nehmen und in klaren Worten zu sagen, stopp mit diesem Krieg. Wir, das kurdische Volk, wir sind friedlich. Wir leben in Brüderlichkeit und Freundschaft mit allen anderen Bestandteilen in Nordsyrien. Wir haben eine demokratische Föderation aufgebaut, in der alle Menschenrechte ohne Unterschied zwischen Rassen, Ethnien, Religionen, aber auch zwischen Mann und Frau, alle leben in Freiheit und zusammen. Aber dieses System passt den Diktatoren nicht ins Konzept. Das ist also diese Föderation Nordsyrien war vom Anfang an ein Dorn in den Augen von Diktatoren und den reaktionären Regimen im Nahen Osten. Wir rufen die freie Welt dazu auf. Die Freiheit ist unteilbar. Die Menschenrechte sind unteilbar. Wir rufen
die Weltöffentlichkeit, auch die Öffentlichkeit in Deutschland, dazu auf, an unserer Seite gegen die Barbarei zu kämpfen. Das ist, was jetzt gemacht wird durch Putin und Erdogan. Das ist die Barbarei im 21. Jahrhundert. Das ist Kolonialismus in schlimmster Art und Weise. Wir rufen alle Menschen, alle Demokraten, alle freiheitslebenden Menschen mit uns gegen diese Barbarei zu kämpfen und an unserer Seite zu stehen. Die Weltöffentlichkeit, die größte Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist auf unserer Seite. Wir spüren das Tag und täglich mit unseren Nachbarn, mit den Journalisten, mit den Medien. Die Bevölkerung ist auf unserer Seite. Die Weltöffentlichkeit ist auf unserer Seite. Wir rufen die Politik, wir rufen Frau Merkel dazu auf, klare Worte gegen Erdogan. Erdogan ist der Präsident eines Landes. Dieses Land ist Mitglied der NATO. Wir fordern Deutschland auf, stopp diese Lieferung von Panzern und anderen Rüstungen. Wir rufen die ganzen Regierungen der EU auf, massiver, aktiver gegen diese Politik aufzutreten. Wir danken Ihnen. Wir sind friedlich. Unsere Bilder sind friedlich. Das sind verletzte Kinder, Frauen. Das sind hässliche Taten von Erdogan, IS-Vater. Erdogan ist IS-Vater. Nieder mit dieser Politik, nieder mit der Barbarei. Erdogan ist der Beschützer von Daesh. Daesh ist IS. Er ist der Beschützer und der Vater von den Resten von Al-Qaida. Erdogan bedroht nicht nur die Kurden. Er ist eine Gefahr für die Türkei, für die innere Lage der Türkei, für die Zukunft der Türkei. Aber auch er ist eine Gefahr für die Öffentlichkeit, auch für Europa, für Amerika. Aber später auch werden wir sehen, auch für Putin und Russland, was Putin betreibt, denken wir, mit Sicherheit ist eine kurzsichtige Politik. Wir verurteilen diese Zusammenarbeit zwischen beiden Diktatoren. Wir rufen alle friedliebenden Menschen dazu auf, an unserer Seite für Freiheit und für Frieden, für Demokratie, Gerechtigkeit zu kämpfen. Afrin braucht jede Stimme, jede Unterstützung. Bitte helfen Sie uns. Die Krankenhäuser sind voll. Sie können nicht mehr Verletzte aufnehmen. Wir rufen Sie alle, die zuhören. Wir brauchen Sie. Wir brauchen die Öffentlichkeit. Wir brauchen diese Hilfe und Solidarität aller Art. Wir danken Ihnen, dass Sie zugehört haben. Wir sind aufgeregt. Wir reden und wir hören jeden Tag, unsere Leute sind in Afrin. Sie sind unter Trümmern. Sie sind im Blut. Diese Bilder sind von unseren Verwandten. Wir sind nicht hier, um Spaß zu machen. Nein, wir leiden darunter. Wir rufen Sie dazu auf. Wir bitten um Verständnis. Wir sind friedlich und wir kämpfen für Freiheit, nicht nur für uns, auch für Sie. Ein letztes Wort. Die YPG, YPG, Sie haben in Kobani gegen IS als die schlagkräftigste Kraft gegen diese Terroristen, Dschihadisten gekämpft. Sie sind bis zum heutigen Tag
Verbündete in der Anti-IS, Anti-Dschihadisten-Allianz. Wir sind Verbündete in der Allianz. Wir brauchen Hilfe von allen, von Amerika, von Deutschland, von EU. Denkt langfristig, diese Politik, was Erdogan betreibt, ist gefährlich für die Türkei, sagen wir nochmal, aber auch für Deutschland, für Europa, für Amerika. Wir brauchen die Solidarität aller Menschen. Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass ich in dieser Aufregung meine Meinung klar zum Ausdruck gebracht habe. Danke. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!